Hallo, dieses Video ist über das Wetter hier in Portugal. Da wollte ich ein ganz kurzes Video drüber machen, weil viele assoziieren mit Portugal schönes Wetter. Ist es auch. Also wir haben jetzt Juni und es ist super heiß, super schönes Wetter, beziehungsweise nicht so heiß. Also normalerweise könnte es schon viel heißer sein. Wir haben jetzt so 28 Grad, es ist noch unter 30 Grad. Es klettert dann irgendwann mal rauf bis über 40 Grad im Sommer. Und dann regnet es auch fast nicht mehr. Eigentlich so ab, sagen wir mal, Mai hört es eigentlich auf zu regnen, wobei dieses Jahr, wie in Deutschland auch, es schon ein bisschen komisches Wetter war. Wir hatten also lange Regen. Genau, und ansonsten ist es aber so, dass, sagen wir mal, bis Mitte Dezember ist es schön, also warm. Man kann auch im T-Shirt rumlaufen, meistens zumindest. Ja, aber dann so ab Mitte Dezember kommt dann auch hier der Winter hin und dann ist bis einschließlich Februar, wenn nicht sogar März, die Regenzeit. Und das heißt hier, dass es eine absolut hohe Luftfeuchtigkeit hat. Wenn man zum Beispiel ins Auto sitzt, dann sind die Gurte so gestockt. Also das fängt an zu schimmeln und auch wenn man Wäsche aufhängt oder Leder oder Holzbretter, also Leder eben hier hat, das schimmelt oder Holzbretter zum Festspannen. Die stocken dann. Also das ist wirklich eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Teilweise regnet es in Autos rein, weil es hier so einen Regen hat. Also das kenne ich von Deutschland nicht, dass eben ein dichtes Auto in Deutschland hier auf einmal nicht mehr dicht ist. Ja, uns hat man damals gesagt, als wir hierher gezogen sind, wir sollen einen Winter probieren und wenn wir den Winter überleben, dann ist es in Ordnung, dann können wir herziehen. Und das war ein guter Tipp. Wir haben es zwar nicht so gemacht, wir haben uns das Grundstück gekauft und dann einen Winter hier verlebt und haben gemerkt, was sie meinen. Weil viele, die hier ausgewandert sind, die sind Tatsache im Winter gar nicht hier. Also Schweden zum Beispiel, die gehen lieber nach Schweden oder ja, auch die Deutschen gehen lieber nach Deutschland. Beziehungsweise Marokko ist ja hier nicht weit oder auf die Kanaren. Wir waren jetzt einmal auf den Kanaren und sind am Überlegen, dieses Jahr irgendwie auch nach Marokko oder auf die Kanaren nochmal zu gehen. Weil es einfach echt, es regnet, es regnet, es regnet. Und das, was praktisch die ganzen Monate im Sommer nicht runterkommt, muss halt komprimiert runterkommen dann in dieser Winterszeit. Und bei uns ist es hier noch mal anders auch, weil wir Solarenergie haben. Das heißt, du bist schnell dreckig, weil alles matschig ist. Wir haben ja hier keine geteerten Straßen. Aber du kannst nicht waschen oder nur von Hand, weil eben die Sonne fehlt teilweise. Und selbst wenn du waschen kannst, also dann hast du das Problem mit dem Trocknen, ja. Das ist also schon eine Herausforderung. Und seit den Waldbränden kommt auch dieses Wasser hier runtergeschossen. Es wird jetzt immer besser, weil die Vegetation wieder nachkommt. Aber am Anfang hatten wir echt Sturzfluten hier. Und das sind diese Widrigkeiten, die man dann eben als Selbstversorger hier hat. Ja, wo man irgendwie auf einmal einen Wasserfall hat, wo vorher keiner war. Und ja, man teilweise dann Dinge eben auch reparieren muss, die kaputt gehen durch dieses Wasser. Hochwasser, ja, ich meine, ich erzähle ja da gar nichts gerade, was in Deutschland los ist. Ja, das zur Wetterlage. Also wir empfehlen immer, und unser Grundstück kann man mieten. Also wir geben das gerne zur Verfügung für Leute. Es haben ja auch schon zwei Familien hier gelebt, die sich dann für Portugal entschieden haben, dass sich was gekauft haben hier. Weil man dann natürlich auch von hier aus schauen kann nach Grundstücken. Und wie gesagt, den Winter einfach mal hier verleben, kein Problem. Vielleicht noch zur Temperatur. Im Winter kann es hier 0 Grad geben, also nachts. Tagsüber sind es dann schon so 12 Grad. Also drunter haben wir es eigentlich noch nicht erlebt. Und sagen wir mal, ab 14, 15 Grad kann man hier auch mit dem T-Shirt rumlaufen, weil die Sonne sehr intensiv ist. Ja, aber nachts eben kann es schon 0 Grad werden. Und wir haben eben Öfen auch deswegen überall, weil es dann schon arschkalt ist. Ja, das war noch zur Temperatur. Und genau, ich glaube, das reicht mal zur Wetterlage. Ja, schöne Grüße aus dem schönen Wetter in Portugal im Sommer. Tschüss.